Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Aaron. Ich möchte in diesem Video gern über meine Ziele für das Jahr 2020 sprechen. Und zwar erlaubt mir zwei kurze Vorbemerkungen. Wenn es so um Neujahrsvorsätze geht, dann hört man oft so was, ja, so eine 180-Grad-Wandlung. Man ist eigentlich ein eher fauler Mensch, der nicht spart, der viel trinkt, der nicht im Fitnessstudio ist oder der keinen Sport macht, der ja, sich dann Neujahrsvorsätze vornimmt, ab sofort spare ich, ich trinke nicht mehr, ich gehe ab sofort viermal die Woche ins Fitnessstudio und so weiter. Und spätestens im Februar war es das mit den guten Neujahrsvorsätzen und alles ist so, wie es im letzten Jahr auch war. Also ich möchte keine 180-Grad-Wandlung hinlegen. Ich möchte quasi den Weg, den ich einmal eingeschlagen habe, weitergehen, vielleicht so ein bisschen neu adjustieren und natürlich höher, besser, weiter, größere Ziele und so weiter setzen und vielleicht das ein oder andere auch nur beibehalten. Und die zweite Sache, die ich dazu sagen möchte, ist, wenn es so um Zielsetzungen geht, ich glaube, dass es wichtig ist, dass man ein Ziel für ein Jahr hat, aber auch für 3, 5, 10 Jahre. Und genauso ist es bei mir auch. Ich habe auch Ziele für dieses Jahr, aber auch für in 5, 10 Jahre und noch ein bisschen weiter. Die behalte ich allerdings lieber für mich und da möchte ich, sag mal, da möchte ich lieber Taten sprechen lassen. Da möchte ich nicht, das wirkt alles sehr, sehr groß und damit würde ich mich vielleicht so ein kleines bisschen unglaubwürdig machen. Da möchte ich lieber meine Taten sprechen lassen. Innerhalb eines Jahres halte ich es aber für sinnvoll, das durchaus auch öffentlich zu machen. Ganz einfach, weil ich mich dadurch verpflichte und wirklich, ich sag mal, auch einen gewissen öffentlichen Druck habe, das dann auch wirklich durchzuziehen. So, und jetzt fangen wir an. Ich habe 8 Ziele rausgesucht, die in diesem Jahr bei mir auf der Agenda stehen. Das sind nur genau die Hälfte der Ziele. Ich habe 16 Ziele, aber wenn ich jetzt hier alle 16 Ziele vorlesen würde und ein bisschen was zu erklären würde, dann sind wir übermorgen noch nicht fertig. Von daher habe ich mir die 8 wichtigsten rausgesucht und nicht lang quatschen, fangen wir an. Erstes Ziel sind 24 Bücher lesen. Das ist quasi genau das gleiche Ziel wie im letzten Jahr. Das finde ich, 2 Bücher pro Monat finde ich eine super Sache. Ich habe das Gefühl, dass mir das sehr, sehr viel gebracht hat im letzten Jahr. Und das ist auch noch ein Maß, 24 Bücher, was ich sehr gut schaffe. Indem ich einfach jeden Tag ein bisschen lese, schaffe ich ca. 2 Bücher im Monat. Das ist für mich ein sehr gutes Maß und ich habe das Gefühl, das ist, also ich habe mich, glaube ich, im letzten Jahr ganz gut entwickelt, alles in allem. Und ich glaube, einer der Hauptgründe dafür sind die Bücher, die ich gelesen habe. Und ich merke es jetzt, das erste Buch, habe schon angefangen, ist Hit Refresh von Satya Nadella, dem CEO of Microsoft. Und der hat ja Microsoft quasi komplett transformiert in einen Fast Grower, könnte man sagen, in ein Unternehmen, was wieder unfassbar schnell wächst, aus diesem alten Dinosaurier, wo quasi nichts mehr passiert ist, wieder zu einem modernen Tech-Unternehmen, könnte man sagen. Und da könnte man ja sagen, okay, der Mann kann sicherlich mit breiter Brust und ein gewissem Selbstvertrauen und gewissem Stolz sein Buch schreiben, was er jetzt schon geschafft hat, CEO von Microsoft, und dann fängt man an, dieses Buch zu lesen. Und das genaue Gegenteil ist der Fall. Der Mann ist unfassbar demütig. Und ja, das ist zum Beispiel gerade so eine Sache, die mir wieder aufgefallen ist, wie gut es ist, solche Bücher zu lesen. Wenn man mal wieder der Meinung ist, dass man der Größte und Beste ist, dann liest man so ein Buch und wie demütig Nadella ist, ist ja, regt direkt schon wieder zum Nachdenken an. Das ist auch sonst ein sehr gutes Buch. Als Aktionär von Microsoft liest man das sehr, sehr gerne. So, machen wir weiter. Zweiter Punkt, also Punkt Nummer 1, 24 Bücher lesen. Punkt Nummer 2, Sport. Ja, ich habe letztes Jahr schon angefangen, 2-mal pro Woche laufen. Das möchte ich so weitermachen und ich möchte das Ganze noch erweitern zu einem dritten Mal Sport pro Woche. Also 3-mal pro Woche möchte ich mindestens Sport machen, 2-mal pro Woche laufen und 1-mal ansonsten den restlichen Körper trainieren. Und da kommt natürlich noch dazu, dass ich in diesem Jahr meinen Halbmarathon laufen möchte, was ich letztes Jahr leider nicht gemacht habe. Das möchte ich in diesem Jahr machen und es ist auch nicht so, dass ich das so irgendwie auf Krampf irgendwie am Ende des Jahres den Halbmarathon laufen möchte. Nein, ich möchte den wirklich ordentlich laufen, auch in einer ordentlichen Zeit. Also ja, also Punkt Nummer 2, Sport, 2-mal pro Woche laufen, 1-mal was anderes machen an sportlichen Aktivitäten und den Halbmarathon laufen. Punkt Nummer 3, ja, meine Ziele und mein Mantra jeden Morgen lesen. Das klingt ein bisschen, ja, vielleicht esoterisch, Mantra und so weiter. Ich
halte es für unfassbar wichtig, das zu machen. Und zwar habe ich das, ich muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen, 2018. Also vor 2 Jahren, da war es so, dass meine Freundin noch gearbeitet hat. Also die arbeitet jetzt auch. Sie hatte aber noch in einem Angestelltenverhältnis. Und es fing jeden Tag um 7 an. Das heißt, sie musste 6:30 das Haus verlassen. Und wir sind immer zusammen um 6 aufgestanden. Und dann von 6:30 bis um 7 habe ich mir mein Mantra vorgelesen und meine Ziele. Mein Mantra und meine Ziele vorgelesen. Und das habe ich im letzten Jahr nicht gemacht. Also nur hin und wieder mal. Und da merke ich, dass mir das gefehlt hat. Und deswegen habe ich jetzt auch wieder angefangen. Ab spätestens 6:30 muss es losgehen. Mantra und Ziele jeden Morgen vorlesen, damit es sich wirklich in mein Unterbewusstsein einhämmert. Und das Mantra, was ich habe, habe ich aus dem Buch Denke nach und werde reich. Ist nur so ein kleines, ist man in 5 Minuten durch, aber mir hilft es unfassbar, fokussiert zu sein. Der nächste Punkt, fließend Englisch sprechen. Ja, jetzt wird man sagen, ja klar, Aaron, was ist denn das für ein Ziel? Das kannst du doch schon. Ja, nee, kann ich nicht. Ich habe das in den letzten Wochen sehr, sehr bitter merken müssen, dass meine Englischkenntnisse extrem eingerostet sind. Also ich habe überhaupt kein Problem, Artikel auf Englisch zu lesen, wenn es um Aktien geht oder wenn es, keine Ahnung, um amerikanische Politik geht oder sowas. Da habe ich überhaupt kein Problem, sowas zu lesen. Aber das Alltägliche, da habe ich riesengroße Probleme. Ich habe gerade eine neue Mitarbeiterin hier, die kommt aus dem Iran. Und wir sprechen da sehr, sehr viel drüber, über das, was da so gerade passiert oder über die allgemeinen Zustände, und ich kann ihr oft nicht folgen. Also sie spricht quasi über ganz alltägliche Dinge und ich habe keinen blassen Schimmer, von was sie manchmal spricht. Oder wir waren jetzt einkaufen und ich wollte gern ein Spannbettlaken kaufen. Ich wusste weder, was Spannbettlaken auf Englisch heißt, noch wusste ich, wie ich das erklären soll für jemanden, der den Begriff Spannbettlaken nicht kennt. Also ich habe kein Problem, Geschäftsberichte zu lesen und solche Sachen, wenn es um Aktien geht, um, ja, sowas kein Problem, aber alltägliche Dinge im Englischen, da scheitert es, ja, scheitert am Spannbettlaken, vereinfacht gesagt. Von daher definitiv meine Englischkenntnisse aufbessern, sodass ich Ende des Jahres wieder Diskussionen führen kann und mich ganz normal unterhalten kann, auch über alltägliche Dinge und nicht nur über Aktien. Und da habe ich mir das Ziel gesetzt, dass von den 24 Büchern, die ich lese, sollen mindestens 8 auf Englisch sein. So, weiter geht's. 5. Punkt, an der Beziehung arbeiten. Ja, ich möchte dieses Jahr das auch mal mit erwähnen, auch mal mehr mit ansprechen. Und zwar halte ich das ebenfalls für ein enorm wichtiges Element in meinem Leben. Ich bin mit meiner Freundin jetzt schon seit über 6 Jahren zusammen und es ist einfach wichtig, dass man aufmerksam in der Beziehung ist, dass man dankbar ist und dass man auch sich regelmäßig Zeit füreinander nimmt. Es ist jetzt nicht so, dass wir irgendwelche Probleme hätten oder sowas, aber ich glaube, man muss es ja nicht so weit kommen lassen, sondern, das klingt jetzt hart beschissen, entschuldigt bitte. Nein, ich glaube, dass es wichtig ist, dass man aktiv Zeit mit dem Partner verbringt und dass man sich wirklich auch mal Zeit füreinander nimmt, und das habe ich mir dieses Jahr extra vorgenommen, weil das ist ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben und deswegen soll es auch mit erwähnt werden. Mein Hund hier? Achso, wir sind nicht ganz allein hier. Okay, kommen wir zum 6. Punkt. Ich bin im letzten Jahr sehr viel rumgereist und das ist dieses Jahr leider vorbei, zumindest vorerst. Es geht jetzt darum, hier eine Basis zu errichten in Georgien. Das heißt, mit Unternehmensgründungen, mit Steuerberatern, Rechtsanwälten und dieses ganze Bibabo, was man halt braucht. Es soll in diesem Jahr wirklich hier eine Basis errichtet werden, dass ich wirklich in Georgien ein neues Zuhause finde. Und da gehören natürlich auch Bekanntschaften dazu und vielleicht den ein oder anderen Freund zu finden hier in Georgien. Einfach quasi neu ankommen in diesem Land und wirklich sich heimisch fühlen, das ist der 6. Punkt auf meiner Liste. Dann der 7. Punkt ist tägliche Aufgaben outsourcen. Ich habe ja, es ist gar nicht so lange her, da habe ich ein Video darüber gedreht, dass ich so ein bisschen in Arbeit ersticke. Und das möchte ich in diesem Jahr anders machen, dass ich einfach alles, was es an Aufgaben gibt, die ich outsourcen kann, möchte ich auch outsourcen. Das fängt an bei einer Putzfrau. Haben wir jetzt zum Beispiel schon eine gefunden, eine Putzfrau, eine persönliche Assistentin, die halt diesen ganzen Kleinkrams, was ich halt tagsüber so habe, was halt einfach mal da eine Stunde frisst, mal da eine Stunde frisst, dass ich da jemanden habe, der das für mich macht. Dann habe ich jetzt ebenfalls schon jemanden gefunden, der meine Videos schneidet. Und lauter solche vielen kleinen Dinge, die quasi einfach ein paar Minuten, ein paar Stunden jeden Tag fressen, möchte ich gerne outsourcen, damit ich mich auf andere Dinge konzentrieren kann, wie zum Beispiel das Drehen von Videos oder quasi eher so in meinem Unternehmen eher so der Kopf dahinter sein kann und die kreativen Aufgaben erledigen kann. So, und last but not least, der 8. Punkt,
Da soll es natürlich ums Geld gehen, das möchte ich natürlich nicht vernachlässigen und das möchte ich auch mit erwähnen, weil da gibt es in diesem Jahr wieder eine kleine Veränderung, aber das eine oder andere wird auch genauso bleiben, wie es im letzten Jahr war. Und zwar fangen wir an mit der Börse. Ich werde in diesem Jahr 75.000 Euro an der Börse investieren. Warum nur 75.000 Euro? Das muss man sich mal, ja, warum nur 75.000 Euro? Das liegt daran, dass die 75.000 Euro nicht alles sind. Ich werde zu den 75.000 Euro noch 45.000 Euro in Cash ansammeln. Das liegt oder hat folgenden Hintergrund, dass ich aktuell, ich habe schon recht ordentlich Cash, muss ich sagen. Also ich habe schon ein ganz ordentliches Cash-Polster und das reicht für mich auch privat für weit über einem Jahr. Ich bin selbstständig, ich möchte einen gewissen Rückhalt haben, wenn es doch mal im Business nicht mehr läuft oder, dass ich trotzdem persönlich sehr gut aufgestellt bin. So, deswegen habe ich schon einen ordentlichen Polster und ich glaube auch, dass es für mich, ich lebe jetzt in Georgien, ja, ist es wichtig, dass wenn zum Beispiel in wirklich irgendein medizinischer Notfall ist, dass ich mich auch, wenn es sein muss, in ein anderes Land fliegen lassen kann und mich dort behandeln lassen kann. Von daher möchte ich lieber ein paar Euro mehr haben, als ein paar Euro zu wenig. Ich möchte in diesem Jahr noch 45.000 Euro auf mein Cashpolster obendrauf tun. Und zwar möchte ich so viel Geld Cash haben, dass ich meine gesamten Angestellten für mindestens ein Jahr bezahlen kann. Also dass ich selbst, wenn jetzt alles Bach runtergeht irgendwie, wir haben keine Ahnung, was passiert, dass ich trotzdem mindestens ein Jahr lang mein operatives Geschäft weiterführen kann, selbst wenn 100% meiner Einnahmen wegbrechen würden. Darum 45.000 Euro. Und das ist immer noch nicht alles. Ich möchte noch weitere 80.000 Euro verdienen und überhaben, um andere Investitionen zu tätigen. Das heißt, zum Beispiel vielleicht eine Immobilie kaufen hier in Georgien oder das weiß ich noch nicht hundertprozentig. Aber ich möchte definitiv nochmal 80.000 Euro für andere Investitionen zur Verfügung haben. Das liegt ganz einfach daran, dass der Return langfristig an der Börse sollen so 8-10% pro Jahr sein. Im Business kann der einfach um ein Vielfaches höher sein. Ich möchte ein einfaches Beispiel geben. Ich nehme 5.000 Euro und investiere das recht klug in Werbung. Vielleicht klappt es, vielleicht nicht. Dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass man aus diesen 5.000 Euro innerhalb von wenigen Monaten auch 10.000 Euro macht. So, das heißt, ich kann durchaus im eigenen Unternehmen das Geld relativ zügig verdoppeln, wo ich an der Börse 10 Jahre für brauche, um mein Geld zu verdoppeln. Von daher ist es für mich natürlich deutlich sinnvoller, mein Geld ins eigene Unternehmen zu stecken, als an die Börse zu bringen. Warum mache ich nun trotzdem Investitionen oder warum investiere ich dann überhaupt in Unternehmen an der Börse, wo mein Geld doch viel besser bei mir selber arbeiten kann? Und zwar liegt das primär daran, dass ich verdiene zum Beispiel sehr viel Geld mit Amazon. Amazon kann dir aber relativ schnell mal den Stecker ziehen. Das heißt, kann das ganze Unternehmen durchaus von einem Tag auf den anderen Tag futsch sein und das ganze Business kann den Bach runtergehen. Das ist unwahrscheinlich, aber das kann durchaus passieren. Und da ist quasi die Investitionen in Aktien, das ist quasi, man könnte sagen, ein bisschen meine Versicherung gegen meine eigene Blödheit. Oder nicht nur gegen meine eigene Blödheit, sondern auch halt gegen unvorhergesehene Dinge im Business. Dass, ja, keine Ahnung, wenn Amazon und Spreadshirt und so weiter alle den Bach runtergehen, dass ich halt trotzdem nicht bei Null dastehe, sondern dass ich trotzdem schon ein gewisses Vermögen aufgebaut habe. Und deswegen habe ich mir in diesem Jahr gesagt, 75.000 Euro Aktien, 45.000 Euro zusätzliches Cash und 80.000 Euro für andere Investitionen insgesamt zur Verfügung zu haben. Das kann auch eine Investition sein in mein eigenes Business. Vielleicht habe ich eine neue Idee, was ich machen kann und dafür muss ich halt irgendwas kaufen. Und das geht dann relativ schnell mal, dass du halt mal 15.000 Euro oder 20.000 Euro brauchst. Ist nicht so unwahrscheinlich und ja, aus diesem Grund ist es quasi wichtig für mich, dass ich immer genügend Cash im Business zur Verfügung habe. Das heißt, in Summe ist das achte Ziel 200.000 Euro bis zum 31.12.2020 zu verdienen und davon 75, 45, 80 soll die Aufteilung sein. So, das sind 8 meiner 16 Ziele, aber ich denke, das sind so die größten und Ziele, womit ich so ein bisschen was auch zusammenfassen kann, wenn so einzelne Business-Ziele und sowas, das kann man ja letztendlich, das Ziel davon sollen die 200.000 sein und ja,
Ich muss noch dazu sagen, ich habe keinen blassen Schimmer, wie ich das aktuell erreichen soll. Aber genau das ist ja der Sinn und Zweck von solchen Zielen. Letztes Jahr wusste ich auch nicht, wie ich das mit den 50.000 machen soll. Und es hat doch irgendwie geklappt. Und ich hoffe, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich es auch in diesem Jahr schaffen werde. Die 200.000 sollten drin sein. So viel zu meinen Zielen im Jahr 2020. Ich bedanke mich fürs Zusehen, freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.